Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, es gibt heute mal den Izzy-Lebenszyklus. Den habt ihr euch so häufig in den Kommentaren gewünscht. Deshalb, Leute, lasst doch gerne mal jetzt eine positive Bewertung da. Abonnieren auch nicht vergessen. Und der Tomek Minecraft ist auch mit am Start. Hallo. Hallo, wo bin ich denn? Siehst du mich? Oh, da ist er ja. Guck mal, hä? Da. Was da denn? Unten. Hä? Hier? Hallo? Ah. Ja, Leute, ihr könnt auch gerne mal in die Beschreibung schauen. G2A ist dort auch zu finden. Falls ihr günstige Spiele haben wollt, gerne mal auschecken. Link in der Beschreibung. Und der Link zu Thomas' Kanal ist ebenfalls in der Beschreibung. Abonniert ihn gerne, Leute. Das würde mich auch sehr freuen. Und jetzt ganz viel Spaß beim Video. Ah, Leute, neuer Morgen hier in Mineville. Boah, ich bin ein bisschen müde. Ich habe schlecht geschlafen, Leute. Aber okay, wir müssen jetzt erstmal hier irgendwie aus dem Bett kommen, Leute. Alter, Leute, bin ich müde. Okay, Leute, wir haben heute jede Menge vor. Und zwar wollte ich heute mal zur mysteriösen Höhle gehen. Denn in dieser Höhle soll es angeblich ein komisches Monster geben. Was es ganz auf sich hat, ich habe keine Ahnung, Leute. Aber was ich weiß, ist, dass ich auf jeden Fall nicht ohne Schwert dahin gehen sollte. Dementsprechend würde ich sagen, starten wir den Tag doch erstmal mit etwas Sport am Morgen. Und wir besorgen uns erstmal etwas Holz, Leute. Denn, wie gesagt, wir sollten in diese Höhle nicht reingehen. Beziehungsweise sollten wir generell eigentlich nicht in diese Höhle reingehen. Aber wir sollten erst recht nicht in diese Höhle reingehen, wenn wir kein Schwert haben. Und das besorgen wir uns jetzt erstmal ganz kurz. So, dementsprechend hier einmal ganz kurz hier craften. Eine schöne Workbench. Dann das platzieren. Hier wir hier, zack, hier die Sticks und jetzt einmal darüber und dann haben wir ein wunderschönes Holzschwert, Leute. So, das sieht doch schon mal schön aus und wovon ich spreche, Leute, ist diese Höhle dort hinten, dort, wo der Löwe auch neben steht, der etwas komisch läuft. Denn in dieser Höhle soll es wohl in letzter Zeit ein paar komische Monster geben. Und ja, da wollte ich mal reinschauen, was das Ganze auf sich hat, weil ich es irgendwie ein bisschen merkwürdig finde und auch nicht glauben kann. So, der Löwe lässt uns in Ruhe, ne, Kollege? Der sieht schon sehr, sehr gefährlich aus, aber wie gesagt, der tut uns... hallo? Okay, der springt uns ein bisschen an, aber alles cool, Leute, alles gut. So, ich würde sagen, wir gehen einfach mal in diese Höhle rein und schauen, was wir dort finden. Denn, wie gesagt, ja, jetzt brüllt der Löwe auch noch ein bisschen herum, beziehungsweise der Tiger auch noch ein bisschen herum. Warum kann ich das hier nicht abbauen? Okay, jetzt geht's hier. So, das einmal alles abbauen, 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 perfekt. Und schauen wir mal nach. Also, ich sehe dort schon einige Skelette, Leute, aber das soll uns natürlich jetzt hier nicht abschrecken. So, Skelette hier, Skelette dort, ein paar Spinnen. Sehr interessant auf jeden Fall, muss man mal gesagt haben, auf jeden Fall. Aber was mich jetzt am meisten interessiert, ich springe mal ganz kurz hier rüber auf dieses komische Gitter. Wo sind denn hier die Monster? Also ich sehe hier, wie gesagt, so ein Skelett. Hier auch nochmal ein Skelett, aber Monster sehe ich jetzt hier nicht, ne? Okay, schauen wir mal ganz kurz weiter. Ist hier tatsächlich nichts? Hallo? Ich kann hier gar nicht sehen. Okay. Also, keine Ahnung, was jetzt die ganzen Leute hier haben, aber anscheinend findet man... Wow, wer bist denn du? Alter! Okay, irgendeine Ratte. Ey, nicht anspringen, Ratte! Hallo, Ratte! Ist das, oder, das ist eine Maus, oder? Ich hole dich mal ganz hier raus, so. Maus! Hallo, Maus! Kann das sein, dass die Maus uns irgendwas mitteilen möchte? Ich glaube schon... Maus, komm zurück! Du brauchst keine Angst haben. Genau, komm hier, komm her. Komm mal her. Ich habe ein Leckerchen für dich. Komm mal her. Genau. Ja, genau. Komm mal her. Du musst mit mir mitkommen in die Stadt. Ich glaube, ich habe ein Heilmittel für dich. Kann das sein, dass du vom Zauberer verzaubert wurdest? Kann das sein? Weil irgendwie siehst du jetzt nicht wirklich menschlich aus. Komm mal mit hier, falls du mit willst. Spring mal ganz kurz, wenn du mich verstehen kannst. Spring mal. Ja, perfekt, okay. Das kannst du schon mal verstehen. Ja, dann würde ich sagen, nein, lass den Löwen in Ruhe. Lass den Löwen in Ruhe. Nein! Bist du verrückt? Maus, du bist aber echt verrückt. Komm mal mit. Wir hatten Glück, dass da nichts passiert ist. So, komm mal mit. Ich habe, wie gesagt, ein Heilmittel wahrscheinlich, was dir helfen könnte. Oh, ich sehe dich nicht. Du darfst dich nicht verstecken. Komm her. Komm her, du kleine Maus. Hallo. Genau, einmal hier durch. Genau, Herr, hier durchspaziert. Boah, ich sehe dich nicht. Du bist so klein, Mensch. So, oder auch nicht, Mensch. Maus, so, du gehst jetzt vor. Die ganze Zeit geradeaus. Nein, auch nicht in den Fluss rein. Das ist schlecht. Hallo, Mensch. Oder Maus. Aua, nicht beißen. Das gehört sich nicht. So, komm mit. Wir müssen jetzt zum Magier. Der hat nämlich ein Heilungsmittel. Und dieses Heilungsmittel kann dir dabei helfen... Ja, ist ja gut. Kann dir dabei helfen, wieder zur alten Form zurückzumutieren? Das willst du doch. Ja, ich weiß. Wahrscheinlich musst du dich erstmal an die Umgebung gewöhnen. Ey, was machst du denn da? Ey!
Hallo, lass doch die... Warum lässt du nicht einfach die ganzen Hasen in Ruhe? Mann, okay. So. Geradeaus, genau. Ohne Wenn und Aber. Du gehst jetzt hier rein. Einmal rein, bitte. Genau, dort rein. Rein, rein. Genau, genau. Rein da. Nein, ohne Wenn und Aber. Ohne Wenn und Aber, genau. So, rein spaziert. So, jetzt kannst du hier schon mal nicht entwischen. Also, du kommst mal hoch. Und jetzt müsste ich dir einmal ganz kurz hier was zeigen. Komm mal hoch, genau. So, jetzt wo wir oben sind, hier ist der Braustand. Und an diesem Braustand hat ein Magier, der heilige Calvin, ein bisschen rumexperimentiert. Und mit diesen Tränken kann ich dich wieder in eine normale Form machen. Dafür musst du einmal runtergehen. Einmal nach unten. So, du gehst jetzt hier runter. Moment, zack. Jeden Moment und hier einmal runter. Und ich muss jetzt die Heiltränke auf dich werfen. Genau. Bleib stehen. 3, 2, 1. Einer, 2 und 3. So. Und hat's geklappt? Also ein bisschen aufgeregt bin ich ja schon. Und ich schau mal nach. Und. Alter! Hallo? 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 Hi. Ja. Hallo? Hi. Hi, bist du es? Wer bist denn du? Wie heißt du? Was mach ich hier? Was hast du mit mir gemacht? Ja, jetzt siehst du offensichtlich wieder normal aus. Izzy, kann das sein? Izzy? Ich war normal davor. Izzy Cheesy oder so? Nee. Izzy Cheesy, den kenne ich nicht. Das solltest du sein, genau. Hier, fress mein Gras. Ich glaube, du bist noch ein bisschen verwirrt, aber das ist kein Problem. Ich werde dich schon wieder auf den richtigen Weg bringen. Komm mal ganz kurz mit. Du warst eine Maus, ist dir bewusst? Ich war eine Maus. Jetzt bist du eine Menschmaus. Aber das oder ist so. Ja ein Kompliment von dir, dass ich eine Maus bin. Ja, nee, jetzt hör mal auf, ey. So war das jetzt auch nicht gemeint. Aber ja, gut. So, hör mal, Easy oder Easy Cheesy oder wie man dich auch nennen möchte. Hallo, ich will bitte, dass du meinen Namen richtig aussprichst. Ja, machen wir irgendwann. So, du kommst jetzt mal mit. Ich habe jetzt hier was vorbereitet für dich. Ich bin nämlich zufälligerweise ein Lehrer, ein Kampflehrer. Und ich werde dich mal, ein bisschen schulen. Denn wie du siehst, haben wir hier die Rüstung. Du nimmst dir einmal eine Reihe raus. Genau, einmal eine rausnehmen. Auch die obere Reihe, bitte. Nicht nur die Diamantsachen. Du hast nur die Diamantsachen geschnappt. Genau, so, einmal alles rausnehmen, so, und jetzt komm mal ganz kurz mit. Ich habe hier nämlich ein bisschen was für dich vorbereitet. Wie du siehst, ist hier momentan etwas Terror los, ne, hier um mein Will, mein Dream Village herum, wie man es auch nennen möchte. Jedenfalls ist hier so ein bisschen Chaos herum, so. Was du jetzt machst, ist erstmal, du gehst auf die, auf den Tiger zu. Der ist nämlich momentan, ja, hat ein paar Leute angegriffen. Du greifst den mal an, mal gucken, ob das hinbekommst. Ich soll den angreifen? Ja, greif mal an, genau. So. Ha! Oh. Okay, mach mal weiter. So, du musst ihn mal K.O. schlagen. Schlag ihn mal K.O. Genau, hab okay, ich. Das hat funktioniert. Okay, soweit so gut. Du hast dich jetzt natürlich die beste Waffe ausgesucht, ne? Und ganz im Ernst mit der besten Waffe, das ist auch. Ey! Der Tiger. Hört auf! Hör auf! Das reicht jetzt. So, du musst jetzt auch mal ein bisschen üben, mit schwächeren Waffen umzugehen. Du nimmst jetzt mal das Holzschwert hier. Komm mal mit. Hier, genau, Holzschwert. Hinter dir. So, das da. Das da, okay. Das da, genau. Also, liebe Easy, du musst einmal dort hinten, siehst du den Elefanten? Der hat auch ein paar Leute belästigt. Jetzt geh mal auf ihn zu und versuch mit dem Holzschwert ein bisschen was zu reißen. Genau, okay. So, genau. Ja, machst du gut. Genau. Also, oh, der greift mich an. Das sind auch alles nur Hologramme. Deshalb brauchst du dir eigentlich keine Sorgen zu machen, dass da was passiert. So, jetzt hier der nächste wäre dann einmal das Schaf. Versuch mal mit dem Schaf. Okay, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Zwei und jetzt Steinschwert einmal benutzen. Genau. Oben, hinter dir, genau da. Okay, und da oben auch nochmal, wenn wir schon dabei sind. Ist das ein Pferd? Ja, genau. Amazing Horse ist das. Look at my horse. My horse is amazing. So einmal. Jetzt weg und... Ja, das machst du klasse. Okay, ich denke, du bist auf jeden Fall schon mal nicht die Allerschwächste, so wie es aussieht. Man merkt, dass du eine Kampfratte bist. Aua, okay. Danke. So viel dazu. So, was wir jetzt noch einmal üben müssen, sind die Faustschläge. Komm mal her. So, du kommst jetzt einmal auf mich zugerannt. Und dann musst du mal versuchen, auch mit der Faust ein bisschen zuzuschlagen. Hier zum Beispiel sowas. Komm. Ja, genau. Genau, kriegst du es hin. Wo ist er? Hinter dir. Ja, man merkt... Nee, hier ist ein Fuchs. Hier. Fliegt er weg, aber gut. Das klappt dann wohl doch nicht so perfekt. Aber ja, ruhig mehr. Doch. Komm, okay. Okay, das hat auch funktioniert. Okay. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Eigentlich kann ich dir jetzt gerade nur gratulieren, dass du die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hast, weil das ist eigentlich so die Grundausbildung zum Soldaten. Du bist jetzt quasi eine Soldatin, kann man das so nennen? Ich denke schon.
Ja, und ansonsten kannst du gerne nochmal mitkommen. Komm mal mit auf die andere, genau, doch, da kannst du bleiben, genau. Ich bin, wie gesagt, hier an der Mine tätig. Du kannst aber auch einfach mal nach einem Häuschen suchen, hier in der Stadt, beziehungsweise im Dorf. Da sollten auch noch einige Häuser frei sein. Und da kannst du dich da unterbringen, weil, wie gesagt, es werden auch noch Soldaten gesucht. Sollte auf jeden Fall alles kein Problem sein, jobtechnisch gesehen. Aber ja, ich wünsche dir auf jeden Fall hier einen schönen Aufenthalt. Ich hab dir auf jeden Fall... Aua! Ey, beruhigen wir uns mal, ne? Einmal beruhigen hier. Genau. Es heißt Soldatin. Ja, Soldatin, alles gut. Auf jeden Fall, liebe Freunde, wäre es jetzt gewesen mit der Ausbildung von Izzy. Und wenn es euch gefallen hat, gerne mal ein Like da lassen, Leute. Abonnieren auch nicht vergessen. Schaut auch bei meinem Bruder vorbei, Tom Mac Minecraft, Link in der Beschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!